Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben, vierfach, Version 1.2. Und wir sind dabei, erstmal hier unseren Hofsilo vom Stroh zu befreien. Weil wir sind auch am Stroh einfahren und ich kann das ganze Stroh gar nicht unterbringen. So voll ist mein Strohsilo. 1 Million Liter waren da drin. Das ist jetzt auch nur Tropfen auf dem heißen Stein, diese 150.000. Und die verkaufen wir jetzt einfach schnell im Stroh- und Grasverkauf. Ich hoffe, dass ich die da vernünftig abkippen kann. Nicht, dass ich da erst irgendwie einen Aufstand machen muss mit rückwärts ranfahren und so. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Aber da gucken wir mal. So, wertvoll, voll. Sehr schön. Einmal durch Silo. Sehr schön. Hoffentlich reicht das, wenn ich da einfach nur dicht ranfahre. Ich habe da keine Lust, jetzt erst rückwärts großartig zu rangieren und so. Aber ich befürchte, dass ich genau das machen muss. Moment, sieht so aus. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Das kostet doch viel zu viel Zeit. So. Gucken wir mal. Vielleicht kann ich hier auch gar kein loses Stroh verkaufen. Das wäre natürlich voll doof. Kann ich hier kein loses Stroh verkaufen? Kann nicht wahr sein, oder? Auch sehr lustig, auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite gleich wieder raus. Ein Klaas hat schon wieder durchdrehende Reifen. Hat ja gut geklappt, das Einfahren des Kurses. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Ja, da kümmere ich mich auch gleich drum. Ich meine, hier brauche ich jetzt immer nur vor- und zurückfahren. Ja, das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Jetzt kümmern wir uns mal wieder um den Klaas.
Ja, mal gucken. Ich habe jetzt ja mal an den Geschwindigkeiten was geändert. Vielleicht klappt es ja jetzt, aber. Fast nicht so aus. So. Ferium muss aufgefüllt werden. Ja, dazu muss ich mir jetzt erstmal hier einen Eindruck verschaffen, wo er denn ist. Okay. Bin auf der vierten Bahn davon. Dann muss ich da wohl gleich noch mal ein bisschen Saatgut hummeln. Ja, dann holen wir mal ein bisschen Saatgut. Das ist ja nun nix. Naja, wäre cool, wenn hier noch mehr reinpassen würde. Nicht nur die paar tausend. Aber das kann ich immer noch auffüllen. Immer noch mal ändern vielleicht auch. Natürlich nicht darauf ausgelegt, mit so einer Geschwindigkeit hier übers Feld. Aber mit so einer Geschwindigkeit mit 90 oder mit 80 gefahren zu werden, dieser Anhänger. Bin ich auch klar. Um die Saatgutproduktion kümmern auf dem Hof. Düngerproduktion. Alles, was wir so irgendwie selber machen. Lass die Zeit mal ein bisschen schneller laufen über Nacht. Das ist ja nervig, so dunkel. Hinten ja sein, da ist er sogar.
Mario hat die Aufgabe erledigt. Ja, Mario hat die Aufgabe erledigt. Ah. Ja. Muss man sofort abfahren lassen. Ja, oder wir entlassen den Fahrer. Lassen ihn hier. An die Feld, direkt zu Feld 20, da haben wir ja auch noch Stroh. Ups. Hier liegt noch nichts. Nicht daran, dass ich erst vergessen hatte, die Strohablage einzuschalten. Das ist mir erst etwas später aufgefallen. Aber. So. Er muss wieder unbedingt da hoch. Steht der Xerion gleich wieder still. Das muss ja nicht sein. Ja, so geht's. So kann's gehen. Jo. Ja, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Ich darf nicht vergessen, dass ich da hinten irgendwie 10 Tonnen anhängen lasse. Also eigentlich würde der Wagen auch gar nicht so fahren, wie er jetzt fährt, aber egal. Brauche ich ja gar nicht. Ja, das hat ja mal richtig gefloppt.
was ich jetzt hier mache, ist, ich lege jetzt hier mal Geld hin. So. Ja, schade. Schade, dass das so floppt. Hätte ich mir auch nicht ausgemalt. Hatte ja schon mal einen Kurs, der gut funktionierte, aber... Also nicht von dem Feld, ne? Aber... Schön mit produziert. Fleißig, das ist doch toll. Ah, gut. Was sagt denn das Feld? Natürlich auch lange drauf warten. Ja, ist auch dämlich von mir. L2. Habe ich da jetzt schon was angesehen? Feld 2 habe ich angesehen. Ja, dann kann ich ja damit auf Feld 1 fahren. Ist ja schön. Was habe ich denn da angesehen? Hopfen. Ja, da steckst du im Verkehr fest. Logisch. Ja, auch selten dämlich dahingestellt. Sorry. So. So, haben wir es. Feld 1.
gucken. Und er arbeitet. Wunderbar. Sehr schön. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar oder abonniert mich. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, würde mich das noch viel, viel mehr freuen. In diesem Sinne sage ich ciao.